Hallo, ich bin Thomas Weinberg und das ist mein Tipp für euch. Wenn ihr trainiert zu Hause, also wenn ihr euer Springtraining macht oder auch wenn ihr eure Stangenübungen macht oder allgemein euer Training macht, versucht euch jemanden dazu zu nehmen, der das filmt. Entweder mit einer Kamera oder mit dem Handy, das reicht auch schon. Einfach damit ihr nachher bei einer Analyse nicht nur eure subjektiven Gefühle habt, sondern auch einfach aus einer anderen Perspektive das sehen könnt, was ihr gemacht habt, weil sehr oft ist das Gefühlte nicht immer übereinstimmend mit dem, wie es eigentlich ist, und dann könnt ihr das selber sehen. Und das genauso natürlich auch, wenn ihr auf dem Turnier seid, also unter Wettkampfbedingungen, filmt eure Turnierrunden, damit ihr es euch nachher angucken könnt.